Junge. Schön, dich zu sehen. Ja, gerade noch rechtzeitig. Naja, ich hatte sowieso nichts Besseres zu tun. Ja, nein, wir müssen noch Sam und Elena finden. Hey. Bist du okay? Ja. Wir haben die Explosion gehört. Wir dachten... Ja, das war der Kerl. Du hast ihm wieder den Arsch gerettet? Natürlich. Wie geht's dir? Gut, ein paar Mal war's knapp, aber... Er hat's rausgerissen. Hey. Oh, schick. Oh, eine Kugel hat mich gestreift. Ja. Du? Eine Klippe hat mich gestreift. Und Rafe? Er hat seine Leute direkt in eine von Averys Fallen geführt. Schlau. Wie tot? Hey, hör mal. Wegen dieser Alcazar-Geschichte. Wir reden später darüber, ja? Wo lang? Zum Strand, anderer Seite der Stadt. Okay. Gut, ich hoffe, der Krawall hat keine schlafenden Hunde gefressen. Whoa. Sorry. Was haben wir vor? Was glaubst du? Was will er denn jetzt? So schnell wie möglich ab. Klar, das könnten wir tun. Oh, nee. Oder wir gehen in diese Richtung. Das ist eine Abkürzung. Nee, ist nicht dein Ernst. Ja, ich vertraue dem nicht mehr. Zu Averys Schatz. Oh, wow. Immerhin muss Rafe ganz außen rumlaufen, aber wir könnten... Hey, scheiß auf Rafe. Hey, Victor, bei allem Respekt, vielleicht... Du weißt einfach nicht, wann Schloss ist. Wir sind alle aus demselben Grund hier. Stimmt's? Wir sind nicht wegen deines Schatzes gekommen. Wir sind deinetwegen gekommen. Und dafür bin ich euch dankbar. Ehrlich. Aber es läuft doch. Gehen wir auf den Sack, der Typ. Und wir liegen in Führung. Im Moment. Wir schaffen das. Nathan, komm. Sieh dich um. Reicht, nein. Okay. Avery hat jedes Schiff auf dieser Insel versenkt. Und wieso? Er ist der sichere Tod. Weil er davon war, seinen Schatz zu behalten. Ganz genau. Egal, was es die anderen um ihn herum kostete. Weil er nicht wollte, dass ihm jemand folgt. Weil er abhauen wollte. Sieh dir das an. Okay. Das ist seine Karte der Insel. Okay? Das ist sein Schiff. Direkt da. Unter diesem Berg. Genau da liegt unser Schatz. Und genau dorthin ist Rafe gerade unterwegs, während wir hier rumstehen und uns zanken wie Kinder. Was, wenn er die Insel schon verlassen hatte und sein Schiff mitten im Ozean gesunken ist? Dann finden wir heraus, wo es gesunken ist. Mein Gott, ey. Wie lange jagen wirklich, oh Mann. Wir gehen mir auf den Sack. Du und ich. Nichts gegen die beiden, aber die verstehen's nicht. Nein, du verstehst es nicht. Doch, Sam, tun sie. Tun sie wirklich. Okay. Glaub mir, sie haben diese Art von Besessenheit schon erlebt. Sam. Wir sind nicht mehr diese Jungs. Nicht mehr. Und wir müssen nichts mehr beweisen. Ist so unvernünftig. Wo ist das Flugzeug? Gleich da lang. Deswegen auch Thief's End. Nur durch diese Hafenstadt. Was, wenn Shoreline am Flugzeug auf uns wartet? Tun sie nicht. Und was macht dich da so sicher? Weil sie auf dem Weg zum Berg sind. Zum Schatz. Scheiß auf den Schatz. Aber ich will hier noch einen Schatz finden. Ja, ich finde aber Schätze. Siehst du? Feyens Bartmanns Krug, was auch immer. Hier lang. Da ist es.
Mal gucken, ob sie wirklich auf dem Weg zum Berg sind. Ja, das ist das Flugzeug. Geht ganz schön tief runter. Wie bist du hergekommen? Ich bin ein paar Mauern runtergesprungen, aber wir müssen uns wohl einen anderen Weg suchen. Da kriegen wir jetzt auch noch hin. Heißt es deswegen A Thief's End, weil er am Ende vernünftig geworden ist? Ey, wir müssen da lang. Warum rennst du jetzt? Oh, deswegen. Okay, sich ein. Naja, ich bin von da runtergesprungen, aber ich komme nicht mehr hoch. Ach was. Ja, vielleicht gibt es was, das wir drunter stellen können. Guck mal hier, der Karren. Auf der anderen Seite? Genau. Oh, ganz schön schwer. Ey, Fidel, hör auf. Okay. Aufhören. Wir gehen gleich ins Bett. Ein bisschen spielen wir noch. Hä? Ihr sollt mir helfen. Sam? Okay. Hey, braucht ihr Hilfe? Nein, nein, danke. Wir jetzt nicht mehr. Hör auf. Ja, geh doch hoch! Hä? Hä? Von da aus geht's nicht. Ach so, aber von da, ja gut. Noch ein blinkender Schatz. Sieht jemand einen Ausweg? Bis jetzt noch nicht. Das wird sich aber gleich ändern. Ja, doch hier. Genau. Hä? Und top. Hey Leute, hier durch. Ja, richtig. Start macht ihr das. Hier sollten wir nicht lang gehen. Ach, guck mal hier. Wow, schaut euch das an. Das ist eine Art Seilbahn oder so. Sie funktioniert noch. Es gibt keine Steuerung, aber ich wette, ich kann die Plattform mit meinem Seil hier ziehen. Echt? Wie soll ich denn gehen? Hä? Wie? Vielleicht kannst du die hölzerne Plattform da unten erreichen. Die hölzerne Plattform da unten? Was? Ich habe eine Idee. Nathan, hilfst du mir mal? Wo bist denn du? Oh. Okay. Okay, Victor, kannst du mir kurz helfen? Klar. Na los, Nathan. So, wir halten ihn fest, du springst rüber. Ihr lasst mich aber nicht fallen, ja? Verlockend, aber nein. Naja, vielleicht. Jo. Krass. Ja, und von hier können wir die jetzt ziehen. Willkommen. Ja, beeilt euch. Alle auf den Plätzen? Okay, wir sind soweit. Festhalten. Verkaufen Piraten ist diese Technik ziemlich beeindruckend. Das ist noch gar nichts. Du solltest die Aufzüge. Oh. Festhalten. Oh. Alles klar bei euch? Ja. Die reinste Achterbahn. Die reinste Achterbahn. Ich will alle Hände sehen. Ich will alle Hände. Wie jetzt? Was? Oh. Ja. Okay, Nathan, du kletterst hoch und ich greif dich. Ja, dachte ich mir fast. Und ja. Sehr gut. Oh, Scheiße. Oh, shit. Los, spring schnell. Nein, gib mir die Hand. Jo. Scheiße. Das ist nochmal so gerade eben gut gegangen. Gott.
Sam! Nochmal. Sam, komm schon! Ich glaube, der wird komm, nicht kommen. Einfach, nee, der wird zum Berg gehen, um, weil er den Schatz will. Oh, ja. Nein. Nein, denk nicht mal dran, okay? Sorry, dass ich dich da reingezogen habe. Euch alle. Hey, das ist alles nicht mehr wichtig, okay? Spring jetzt! Ich muss das zu Ende bringen, ne? Nein, ist nicht dein Ernst. Hey, wenn du das jetzt tust, werde ich dir nicht hinterherrennen. Wirst du wohl. Tut mir leid. Sam! Oh. Blöder Stur. So ein Vollidiot. Er lässt es drauf ankommen. Er wird sich noch umbringen. Na komm. Sie hat wahrscheinlich recht. Klar hat sie das. Gehen wir. Ich würde abhauen. Er wäre selber schuld. Also sorry. Vielleicht können wir ihn abfangen. Ich werde ihn retten und dann hau ich ihm eine rein. Okay, kümmern wir uns zuerst darum, wie wir ihn retten. Was denkt ihr sich eigentlich? Ich meine nach allem, dass wir... Reicht das denn nicht? Lasst ihn uns einfach finden. Ich schon ein Vollidiot. Okay. Den kann man doch wieder schieben, ne? Genau. Kommen wir über die Mauer. Komm schon. Kann mir mal einer helfen? Ja, dann komm. Fertig. Sally kann auch mal mit anfassen, bitte. Danke. Perfekt. Ich hab's. Okay. Okay, siehst du? Das wird dich halten. Nate, los. Nee, nein. Los! Mist. Los. Jetzt müssen wir wieder alleine, oder was? Wie zum Teufel sollen wir da jetzt drauf kommen? Uns bleibt nicht genug Zeit. Nate, nein, nicht ganz allein. Hör zu, ich komme gleich zurück, okay? Ich komme gleich zurück. Kampf hier dann kämpfe ich mit ihm, wenn es sein muss, aber so oder so, ich hole ihn zurück. Bring das Flugzeug so nah an den Berg ran, wie es geht. Und dann nichts wie weg hier. Also das Übliche, ja. Das ist nicht fair. Hä? Der Abwasch, du bist dran. Und weh dir, du kommst nicht zurück. Ich liebe dich. Ich dich auch, Cowboy. Nee. Meines Bruders Hüter. Weil er so ein Vollidiot ist. Das muss man ja wohl jetzt mal einfach so sagen. Puh. Vor allem, falls wir überhaupt Waffen haben. Ich sehe gerade keine einzige Waffe an unserem Körper. Ja doch, die kleine Pistole hier. Aber ich glaube, wir haben auch kaum Munition noch, ne? Okay. Nix okay. Ach doch, okay. Dum bum bum bum. Was ist das? Was ist das wohl? Fußspuren. Genau. Sam! Ja, verdammt. Ich bin sicher, er ist schon über alle Berge. Über alle Berge. Wir wollen zum Berg. Okay. Also, keine Ahnung. Auch wenn das der Bruder wäre, ja. Ich glaube nicht, dass ich ihm wirklich hinterherlaufen würde.
Man hat so versucht, auf ihn einzureden, Sam retten und dann nichts wie weg hier. Mit Vernunft beizukommen, ja. Und es nützt einfach nichts. Morgen werde ich überall das lachen. Wenn wir dann noch lachen können. Och. Und ich hoffe, Sam entschuldigt sich bei uns. Wenn er merkt, dass das... Klingt da was? Wenn er merkt, dass das einfach eine saudumme und gefährliche Idee war. Dann mal los. Zurück dann auf der Spur. Mal los. Los, los. Da. Oh, komm schon, wo ist der hin? Kann ja nur... Und jetzt hier hoch. Ja, kann ja nur da hoch sein. Ja, spring doch hoch. Na komm schon. Da ist schon wieder so ein Ast. Jawohl. Oh Mann, das hat jetzt nicht funktioniert. Dann mal los. Ja, bla bla. Zurück auf der Spur. Die Fußspuren enden hier. Komischerweise irgendwie nicht genug Schwung. Moment. Oh. Wir müssen hier lang. Ja, aber von da oben hätten wir das locker schaffen müssen. Okay, komisch. Ach, der, wir sind hier wieder gespawnt. Okay, Moment. Also, hier waren wir gerade auch schon. Warum hat das jetzt von hier nicht geklappt? Und hier müsste das locker klappen. Einfach. Einfach viel zu früh wohl losgelassen oder was? Ich weiß es nicht. Okay. Mehr Fußspuren. Naja, immerhin bist du nicht abgestürzt. Ist noch gut. Nicht. Ja, bis hierhin reife Leistung. Sollten wir das hier überleben? Bringen wir ihn um. Definitiv. Oh. Verdammt nochmal. Ducken. Oh nein, du solltest dich eigentlich festhalten, genau. Ja. Hier lang. Und hochziehen. Und rüber. Lagerfeuer? Hat er sich noch kurz was zu essen gekocht oder was? Wie langsam sind wir? Oh, was ist das? Ja, richtig. Ach du Scheiße. Was ist denn hier los? Oh, das ist Bernds. 14. April 1808. Obwohl ich Hayes Kugel erfolgreich aus meinem Oberschenkel entfernt habe, eitert die Wunde und das Fieber hat nicht nachgelassen. Ich möchte unbedingt sehen, was sich im Berg befindet, aber der Schmerz ist unerträglich und ich muss mich ausruhen, wieder zu Kräften kommen. In diesem Moment der Ruhe beschleicht mich ein Gefühl des Zweifels. Hätte ich die Männer nicht dafür bestrafen dürfen, dass sie den Vertrag mit mir gebrochen haben? Ich habe mein Leben der Suche nach diesem Ort gewidmet, um Averys Schatz zu finden, und ihre Taten hätten mich beinahe meines Schicksals beraubt. Nein, mein Vorgehen war gerechtfertigt. Heute Abend ruhe ich mich aus. Das Fieber wird sinken und morgen werde ich die Reise meines Großvaters beenden. Wenn ich nach Hause zurückkehre, werde ich meine Erlebnisse niederschreiben. Ein Buch von Jonathan Burns, das in den Büchereien neben den größten Abenteurern der Geschichte stehen wird. Im schlimmsten Fall verliere ich dieses Bein, aber letztendlich werde ich ein erfülltes Leben gehabt haben und Claire wird endlich stolz auf mich sein. Claire, vergib mir. Knapp daneben ist auch vorbei, Kumpel. Ja. Hattest es fast geschafft. Aber fast. Auch nur fast. Gut. Ja, wir sehen schon, dass da Fußspuren sind. Hallo, Kamera? Mit dir los. Oh, dunkel. Dann mal rein. Hey Sam! Ja, schrei noch lauter. Ich halte hier Schreien für keine gute Idee. Es geht eh kaputt. Wow,
Als ob das noch hält. Yep. Oh, Glück gehabt. Was sind das schon wieder für komische Geräusche hier? Kein Schatz. Ja, gleich. So, da wären wir. Viel, hör auf damit. Nein. Okay. Rutschen! Mal los. Und... Hepp! Jawohl. Sam! Oh, verdammt! Ah! Aua. Ja, 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 ja. Uff. Okay. Bjum nur. Ei, schön, dass du da bist. Was geht? Danke für deinen Follow. Schön, dass es dir hier gefällt. Oh Mann. Ich schwöre dir, Sam, wenn Rafe und Nadine dich nicht töten, tue ich es. Solange wir das hier überleben, können wir ihn gerne töten am Ende. Damit es sich auch lohnt. Ja, die Sounds funktionieren gerade komischerweise nicht. Irgendwie spinnen die manchmal die Kanal... was mache ich hier? Verdammt. Irgendwie spinnen die manchmal die Kanalpunkte. Nächstes Mal klappt das bestimmt wieder. Achso, wir dürfen hier runter, oder was? Ah ja, okay. Null. Ja, ich weiß nicht. Manchmal spinnen die. Oh, Schildkröte. Tschüss. Oh, ein Schatz. Steinvase, Steinvase, Steinvase. Ob ich Haustiere hab? Ja, hab ich. Ich hab zwei Kater. Die wirst du, wenn du öfters einschaltest, auch immer mal wieder mal durchs Bild laufen sehen. Die kommen immer mal ganz gerne hier auf den Tisch gesprungen und gucken in die Kamera. Jo! Okay. Komm schon. Oh Gott, das ist schwerer, als es aussieht. Jetzt müssen wir uns hier von Käsewand zu Käsewand schlängeln. Okay. Okay, ich sehe schon. Jetzt müssen wir... Aber Moment, können wir irgendwie pausen? Nee. Wir müssen springen und im Flug nochmal... Ach du Scheiße. Wieder das Seil werfen, okay, oder was? Ich kann das schaffen. Verdammt. Boah, ja, hat aber so eben geklappt. Ja. Ist gerade nochmal gut gegangen. Ja, da kann man mal lachen. Eben, ich weiß auch nicht wie. Ach, jetzt müssen wir uns hier abseilen auch noch, ne? Und dann wo? Aber die Frage ist, wo geht's dann lang? Geht's unten? Ach ja, Käsewände. Okay. Bisschen weiter runter? Das ist Avery's Schiff. Nee, okay. Boah, was für ein Monitor, auf dem ich zocke? Ist auf jeden Fall von Alienware. Ich weiß nicht genau, welcher das ist. Aber es steht unten Alienware drauf. Ich weiß aber, frag mich nicht, welcher das genau ist. Ja, das passt. Okay, und auf dem Schiff wird es dann wahrscheinlich wieder rund gehen, ne? Wie viel Hertz? 240, glaube ich. Ja, ich meine, der hatte 240 Hertz. So. Okay. Okay. Den Sprung schaffen wir so? Siehst du, da kommt schon mein erster Kater. mein kleinerer. Der jüngere. Hallo, das ist der Rafiki.
Ja, du guckst immer, läufst gerne durch die Kamera, ne? Ja. Aber jetzt sehe ich immer nichts, ne? Das ist immer so das Problem. Okay, den Sprung schaffen wir, okay. Das war viel. Wir wollten uns nur ein bisschen beeilen, ja. Jetzt kommt der zweite. Willst du jetzt auch noch hier auf den Tisch, oder was? Ach ja. Gute Idee. Das hier ist der zweite. Das ist der Filu. Ja, was willst du? Komm. 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 Nein. Will er nicht. Will er nicht. So, wir dürfen wieder rutschen. Ja, das ist wohl unser Weg runter. Weiß aber nicht. Oh. Wir müssen, denke ich mal, aber den... Oh, shit. Ach, wir hätten springen müssen, oder was? Aha, aha, okay. Na dann. Also springen. Aua. Springen. Filo, hör auf. Ich hab's noch nach rechts gedrückt, aber wir sind irgendwie nicht mehr rechts rübergekommen. Aber wie viel Spaß er hat, ne? Wie er lacht. Oh, jetzt klappt es. Und jetzt? Was soll ich hier tun? Oh mein Gott. Aha, aus Reflex noch soeben L1 gedrückt. Hast du das wirklich alles gemacht, Sam? Ich glaube kaum. Wahrscheinlich hat er einen trockenen Weg genommen. Einen weniger schmerzhaften Weg hinunter. Ein weniger schmerzhafteren trockenen Weg. Haben wir hier wieder irgend so einen Unterwasserschatz oder sowas? Ach, ist auch egal. Jetzt habe ich schon wieder Orientierung verloren. Wir sind gesprungen von... I don't know. Wir gehen erstmal an Land. Obwohl, wir müssen wahrscheinlich nach da. Wir können wahrscheinlich gar nicht so wirklich an Land gehen. Doch, können wir schon. Aber bringt uns das was? Ja. Ah, Schatz. Rajasthan-Kästchen. Aha. Haben wir hier noch irgendwie eine Notiz oder sowas, die wir lesen können und einsammeln können? Okay. Oi, hier geht's lang. Oi. Ja, ja, wir sind doch schon. Als ob du jetzt auf einmal nur so kurz Luft anhalten konntest. Okay. Sind wir bald fertig? Das ist die letzte, Ma'am. Gut. Wenn wir uns beeilen, holen wir die anderen noch ab. Die haben den Schatz gefunden? Was war das jetzt? Sam hat sich gerade unser verdammtes Boot geschickt. Ach, das war Sam. Er will zu Averys Schiff. Komm. Lass ihn. Wir sind fertig. Wir sind fertig. Die meisten meiner Männer sind tot. Und wer noch lebt, ist abgehauen. Siehst du das da? Das Ende ist buchstäblich in Sicht. Dein wahnsinniger Pirat hat die gesamte Höhle vermint. Ich setz keinen Fuß auf sein Schiff. Nadine, wenn du hier und jetzt abhaust, war der Tod all deiner Männer, alles, was wir getan haben, umsonst. Wir haben hier Gold im Wert von Millionen. Das und lebendig zu sein reicht mir. Kann ich verstehen. Kein Wunder, dass dir die Männer abhauen. Wie bitte? Wir stehen kurz davor, Geschichte zu schreiben, und du gibst dich mit einem Almosen zufrieden, einem Bruchteil von dem, was Sam auf dem Schiff erwartet. Wenn er es lebend von diesem Schiff hinunterschafft, kann er es haben. Dann hat er sich's verdient.
Ganz im Gegensatz zu dir. Jetzt hör zu. Wir können den ganzen Tag lang hier stehen und uns beleidigen. Oder wir beenden das, was wir... Wir werden's beenden. Sorry, man. Mit Söldnern ist das so, Nadine. Ihre Loyalität ist käuflich. Und nicht verdient. Und jetzt komm. Entweder wir beenden das hier gemeinsam. Oder wir beenden es gleich hier. Lass uns Geschichte schreiben. Braves Mädchen. Nach dir. Von hier an machen wir aber beim nächsten Mal erst weiter. So, reicht für heute.